Was ich fantastisch an den Landwirten finde, ist, wo die Kollegen alle herkommen. Jetzt da hinten der letzte Kollege, der da kommt, den man jetzt gerade sieht, der kommt aus dem Kreis Wesel. Die kommen von Mönchengladbach, Viersen haben wir gesehen, aus dem Bersheimer Raum, eigentlich fast aus dem ganzen Rheinland. Die sind alle hier. Und die Hilfe dieser Landwirte, die ist auch deshalb so besonders wertvoll, weil die was haben, was sonst außer den professionellen Einsatzkräften natürlich niemand hat. Nämlich, wie gerade schon gesehen, schweres Gerät, also Traktoren, die auch mal richtig was wegschaffen. Genau das wird jetzt natürlich gebraucht. Es ist noch so unendlich viel Müll und Schutt und Geröll, was in den betroffenen Orten ja den Alltag echt zur Qual macht und natürlich auch die Arbeiten, die Reparaturen total erschwert. Da ist jede Fuhre, die Leute wie Jan Wolfers aus Nettetal abtransportieren, eine richtige Erleichterung. Seit dem frühen Morgen ist Jan Wolfers wieder hier, in Walporzheim. Schon zum zweiten Mal. Die Bilder lassen ihn nicht los. Meine Frau, die sagte diese Nacht, hör mal, träumst du schon davon? Weil ich teilweise ja, im Schlaf gesprochen habe und hier übers THW dran war, im Schlaf. Wieder fährt er eine Ladung nach der anderen raus zur provisorischen Müllkippe. Von dort aus werden LKW das Ganze dann zur Deponie fahren. Zu Hause in Nettetal wartet die Getreideernte. Genau, ja. Da sind jetzt meine Eltern, die schmeißen jetzt den Bauernhof. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich die nicht hätte, ja, könnte ich nicht hier sein. Landwirte sind von überall hergekommen. Jan Wolfers selbst kam zum ersten Mal 4 Tage nach der Flut, nach dem Hilferuf eines Kollegen in den sozialen Medien. Und dadurch ja, hat man da Ausmaß gesehen und der sagt, wir schaffen das nicht alleine. Ihr müsst kommen und helfen. Wenn man hier sieht, wie schlecht es den Menschen geht, ja, muss man hier einfach hinfahren. Es beginnt zu regnen. An diesem Wochenende sind nicht nur die Landwirte da, sondern unzählige Helfer. Das ist schlimm genug zu sehen, dass wir ein ganzes Leben hier auf die Müllkippe schmeißen müssen. Corona, Seuchengefahr, all das hat sie nicht abgeschreckt, herzukommen. Bei Jan Wolfers ist der nächste Hänger gleich voll. Dass dies Klimawandel ist, sei klar, sagt der Landwirt. Und er weiß, dass auch die Landwirtschaft künftig gefordert ist. Fahren wir vor! Heute aber geht's ums Helfen. Trinkwasser, Nahrung und medizinische Hilfe. Es ist früher Nachmittag. Jan Wolfers auf dem Weg zur Mittagspause. Wir kommen an einem Winzerhof vorbei. Die Chefin spricht Klartext. Also die Landwirte, die haben uns hier buchstäblich den Arsch gerettet. Wir hätten tagelang hier das Dorf zugehabt. Es war meterhoch Geröll, Autos ineinander geschoben. Es war Dreck, es war Müll. Es kam kein Verantwortlicher, der uns hier irgendwas weggemacht hat. Gott sei Dank waren die Landwirte da, haben angefangen, einfach angepackt, Zeug weggefahren. Und wir wären im Schlamm versunken, wenn dann so Leute nicht da gewesen wären. Danke, danke. Und das sagen alle hier. Vielleicht ist es diese Dankbarkeit, die sie alle wiederkommen lässt. Mittagspause, alles hier ist gespendet, sagt uns der Landwirt. Der Regen wird bald aufhören. Keine neuen Wassermassen, ein kleines Durchatmen. Das Aufräumen kann weitergehen.